Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Review. In dieser Review spreche ich über den wohl interessantesten Fighter der letzten Jahre, der gleichzeitig auch eine völlig neue Spielereihe von Nintendo darstellt. Und zwar ARMS. ARMS ist ein Spiel, bei dem ihr durch gezielte Schläge mit euren Armen versucht, den Gegner auszuschalten. Das Ganze funktioniert dabei wunderbar und kann mit quasi allen verfügbaren Steuerungsarten gespielt werden. Egal ob nun mit den Joy-Cons einzeln in den Händen, im Grip, mit dem Pro-Controller oder auch im Handheld-Modus. Alles funktioniert tadellos und es kam zumindest bei mir nie zu Problemen. Wer das Spiel aber wirklich ernst angehen will, der sollte zu der Motion Control greifen, bei der man beide Joy-Cons separat in den Händen hält. Denn bei den anderen Steuerungsarten kann man die Arme nicht so präzise und gekonnt einzeln steuern. Viele denken, wenn sie ARMS sehen, sofort an die alte Wii-Zeit mit Wii Sports Boxen und anderen Spielen dieser Art. Aber ich kann euch beruhigen, ARMS ist sehr weit davon entfernt, in blödes Gefuchtel überzugehen. Das Spiel erfordert viel Taktikverständnis und man ist wirklich auf jeden Move angewiesen und muss diesen beherrschen, wenn man gegen einen guten Spieler gewinnen will. ARMS hat also auf jeden Fall den Tiefgang im Kampfsystem, den ein Spiel dieser Art haben muss. Das Gameplay ist einfach wunderbar. Alles spielt sich absolut sauber und fühlt sich richtig an. Die verschiedenen Arme und Charaktere haben alle ihre Eigenheiten und keine Kombination wirkt wirklich sehr overpowered. Aber ob das wirklich für immer so bleibt, wird die Zeit zeigen. Denn vor allem wenn die Updates mit neuen Kämpfern und Armen kommen, wird es schwer die Balance zu halten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das ja noch kein Thema. Was die verschiedenen Stages angeht, kann man auch nur sagen, dass sie wunderbar designt sind. Und jede ihre kleinen Eigenheiten mitbringt. Hierbei ist es auch wichtig, das Feature der jeweiligen Stage auszunutzen. Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Umfang ist der Punkt, bei dem die Leute wohl die meisten Sorgen haben. Und da ist halt wichtig zu wissen, was man von ARMS erwartet. Aber lasst mich erst einmal ein bisschen was aufzeigen. In ARMS hat man eine Handvoll Hauptmodi. Darunter die ganz normalen Kämpfe online sowie offline, einen Grand Prix, ein paar Minispiele und dann noch Variationen dieser Modi. Außerdem noch 10 Stages sowie 10 Charaktere. Meine persönliche Wahl trifft dabei übrigens auf Twintel, da sie das Gameplay sehr gut erweitert und sie bei dem Spielen einen gewissen Tiefgang in das Gameplay mit sich bringt, der sie von den anderen Kämpfern sehr gut abhebt. Ja. Ja, auf dem Papier klingt das auf jeden Fall nicht nach sonderlich vielen Modi. Doch wie bereits erwähnt, ist es hier wichtig zu wissen, was man von einem Fighter wie diesen erwartet. Wer einen umfangreichen Singleplayer erwartet, bei dem man auch abseits von den Multiplayer-Gefechten viel zu tun hat, wird enttäuscht. Das einzig Relevante, das der Singleplayer zu bieten hat, ist im Grunde der Grand Prix in seinen verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Dieser macht auch ganz gut Spaß und ist sehr fordernd. Aber man merkt einfach, dass der Singleplayer nicht der Schwerpunkt der Entwickler bei ARMS war. Ein Story-Singleplayer, bei dem die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere näher beleuchtet wird, wäre wirklich wünschenswert gewesen. Vor allem da so viel Potenzial dazu dagelassen wurde. Auf der offiziellen ARMS-Website steht zum Beispiel bei den Hobbys von Master Mami, dass er nach seinen Eltern sucht. Alleine das wäre sehr gutes Material für einen kleinen Story-Modus gewesen. An der Stelle also leider etwas schade, dass es nichts weiteres mehr gibt. Aber sollte ARMS sich gut verkaufen, sodass irgendwann ein Nachfolger kommt, hat man so wenigstens etwas, wofür es sich diesen definitiv zu kaufen lohnt. Der Singleplayer ist also nicht so umfangreich. Doch dafür ist der Multiplayer absolut fantastisch. Egal ob mit bis zu 4 Spielern im Splitscreen, gegen andere Leute auf ihrer Switch oder auch online. Im Multiplayer rockt ARMS einfach. Wer also einfach ein spaßiges Multiplayer-Game für zwischendurch erwartet, bei dem man ab und zu mal ein paar Runden spielt, für den ist ARMS genau das Richtige. Alle anderen sollten es sich nochmal genau überlegen. ARMS sieht super aus. Das Charakterdesign ist zumindest für mich wunderschön und der Artstyle im Allgemeinen sagt mir einfach total zu. Und dazu läuft es auch noch butterweich in 1080p und 60 FPS. Also zumindest im Einzelspieler. Beim Zwei-Spieler-Splitscreen geht es auf 900p 60 FPS runter, was immer noch super aussieht. Und ab 3 Spielern leider auf 30 FPS. Ein wenig unschön, aber verkraftbar. Abseits davon ist das Spiel optisch aber in fast jeder Hinsicht sehr solide. Ihr hört es ja schon im Hintergrund. Der Sound von ARMS klingt ebenfalls klasse. Die einzelnen Musikstücke passen zu den verschiedenen Stages und motivieren einen beim Kämpfen. Auch die Sprachsamples der Charaktere passen gut zu diesen und haben zumindest mich nie gestört. Also was diesen Aspekt anbelangt, ist ARMS absolut einwandfrei. Für wen ist ARMS nun was? Nun ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass ARMS nicht für jeden geeignet ist. Man hat schon beim Testpunch gemerkt, dass die Meinungen gemischt waren. Und das ist auch völlig okay. ARMS ist ein super Spiel, keine Frage. Doch es ist eben nicht so zugänglich wie ein Mario Kart oder ein Splatoon. Dementsprechend wird also nicht jeder Spaß mit dem Spiel haben. Doch jeder, der einfach ein spaßiges Multiplayer-Spiel für seine Switch braucht oder nur irgendetwas mit Fightern anfangen kann, sollte es zumindest mal ausprobiert haben. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich wahnsinnig viel Spaß mit ARMS hatte und auch noch haben werde. Und ich mich jetzt erst einmal darauf freue, immer besser zu werden und Taktiken zu entwickeln, die Gegner noch leichter zu besiegen.